Willkommen zurück zu einem weiteren Video zu Star Wars Galaxy of Heroes. Heute soll es um einen Counter gehen, den ich bereits einmal vorgestellt habe. Und das war Maul gegen Lord Vader. Im damaligen Video, was so ein Proof of Concept war, habe ich gegen den Lord Vader von Sigiton gespielt. Dankenswerterweise hatte ich diesmal einen weiteren Lord Vader in der Arena vorgefunden, den von Botafogo. Und der ist insofern spannender und interessanter, weil generell das Modding von Botafogo ein bisschen besser ist, beziehungsweise auch die Reliktstufen höher sind. Und auch deswegen, weil es eine Kombination ist von Lord Vader, die man ab und zu in GAC sieht. Vor allem, weil es sie deswegen gerne gestellt wird, da sie den Konter von Kylo gegen dieses Team etwas schwieriger macht. Durch Thrawn und Darth Vader ist das Ganze ein bisschen interessanter, weil da mehr Offensivpower in dem Team ist. Und man hat die Möglichkeit, durch Fracture vom Zombie auch den Taunt zu umgehen. Und dadurch hat beispielsweise dann Lord Vader die Möglichkeit, auch Daka rauszunehmen. Darth Vader natürlich auch, aber dann wird einfach der Revive getriggert. Und wenn Lord Vader das macht in seiner Ultimate, dann hat sie keine Revive-Möglichkeiten. Ja, wir gehen mal kurz über das Team drüber, gucken uns schnell die Mods an. Und dann zeige ich ein paar Aufnahmen, die ich gemacht habe während meines Kletterns heute. Also Klettern im Sinne von, ich bin von Platz 5 auf Platz Nummer 3 gesprungen und habe dabei ein paar Versuche verballert, um einfach ein paar Kämpfe aufzunehmen. Wir haben jetzt hier knapp 117.000 Gesundheit und 187.000 Protection. Das ist jetzt nicht übermäßig viel. Wenn er jetzt Rennig 9 oder so wäre, wäre das noch mehr, wäre hier an die 200k. Aber es ist ein gutes Modding. Der Speed ist auch gut. Offense ist auch okay. Und insofern ist es ein Lord Vader, den man so auch in der GAC sehen könnte, auf den man so treffen könnte. Interessant finde ich Darth Vader. Er ist relativ schnell, um die 280, was meistens reicht, um zum Beispiel auch eine Shakti quasi hinter sich zu lassen, wenn jetzt jemand den Tupac-Counter versuchen würde. Hat eine gute Potency, guten kritischen Schaden. Die Offense ist nicht so hoch, aber aufgrund dessen, dass man im Lord Vader Team generell ziemlich viele Dots hat, ist das jetzt nicht so entscheidend. Er ist eigentlich ganz gut aufgestellt. Könnte vielleicht ein bisschen mehr Bulk vertragen, aber meiner ist da auch nicht besser, muss ich dazu sagen. Dann Thrawn. Hauptsächlich Speed, ist auch nicht wie sagt man, der dickste in dem Sinne und auch der schnellste, aber das reicht in der Regel trotzdem aus, um bei Kylo auszuschalten, beziehungsweise den Kylo-Konter schwieriger zu machen. Er macht den Konter nicht unmöglich, diese Kombination des Teams, aber es macht es einfach schwieriger. Und Royal Guard ist hier Relic 5, ich glaube, da geht noch mehr, aber er hat trotzdem eine ziemlich gute Gesundheit, auch auf Gesundheit gemoddet, was man machen sollte, wenn man das Ziel da hat. Und Lord Vader zumindest. Und hat generell auch eine gute Protection. Also ist schon ein Beefy Boy. Und Maul ist, glaube ich, eher gemoddet für. Ja, also ist eher gemoddet, um außerhalb des Lord Vader Teams zu funktionieren. Aber das habe ich bei mir genauso. Und innerhalb des Lord Vader Teams ist es eigentlich trotzdem ähnlich. Die Utility ist gleich und er ist ziemlich schnell. Also 336. Meiner ist langsamer. Hat vielleicht ein bisschen mehr Gesundheit und ein bisschen mehr Offense, aber trotzdem ist es ein guter Maul. Und bevor ich jetzt in die Videos springe und die kommentiere, noch kurz was zu meinem Team, mit dem ich gespielt habe. Ich zeige es mal so. Fangen wir mit Maul an. Der ist bei mir im Prinzip einfach auf Gesundheit und Offense gemoddet, wo es halt geht. Ist jetzt bei Relic 9. Ich nehme mal an, dass man durchaus, wenn man auf eine ähnliche Gesundheit bzw. Offense-Wert kommt, funktioniert der Counter auch bei Relic 8. Bin ich mir ziemlich sicher. Weil den restlichen Überschuss-Damage, den machen eigentlich die anderen beiden, also beziehungsweise die anderen drei Charaktere. Das ist dann hier Jango. Den habe ich immer noch auf dem Crit-Chance und Crit-Damage-Set gemoddet. Natürlich kann man überlegen, wenn man das jetzt als Counter etablieren möchte, ob man das nicht auf Offense moddet, um einfach grundsätzlich mehr Damage zu machen. Das mit dem Kritten passiert halt nur oberhalb der 8% Gesundheit von Lord Vader. Das ist also im Laufe des Kampfes immer weniger relevant. Man kann trotzdem überlegen, ob man
das halt mal auf Offense probiert. Ich glaube, wenn man jetzt sagt, man hat nur ein R8 Maul, dann wäre es vielleicht sinnvoll, Django auf Offense zu modden und nicht auf Crit Damage. Der nächste im Bunde ist bei mir Bam. Der generell moddet man auf Offense. Ich bin mittlerweile auch nicht mehr, also ich habe dieses Bam-Team, was so als GG-Counter spielt oder generell gespielt mit Creel und IG und noch zwei anderen, ist bei mir so ein bisschen dismantelt. Deswegen ist der relativ langsam. Er ist aber auch deswegen langsam, um als passiver Tank zu funktionieren. Also man gibt quasi, sobald sein Bonuszug getriggert wird, wenn ein anderer Mandarylaner Schaden erhält, gibt er seine Damage Immunity aus und solange er dann da nur dasteht, ist er selbst auch in Damage Immunity, deswegen habe ich ihn quasi relativ langsam gemacht. Er hat aber eine gute Offense, die ist relativ gut für die Birds. Und das war bei dem Counter, den ich vorher gespielt habe, war es irgendwie entscheidend. Man hat irgendwie den Lord Vader Nuke-Line gekriegt, wenn man die Whistling Birds quasi als Nachfolge von den Anguish-Attacken von Maul hat machen können. Das heißt, man musste 5 Stacks von Anguish haben, man musste sie auf Lord Vader ballern, da musste man die Birds hinterher schicken, um den Kampf zu beenden. Und das ist mittlerweile nicht mehr so. Also man kriegt den auch so noch klein. Und das ist eigentlich das Nette an dem Team. Gehen wir noch kurz zu Kandaris. Den hatte ich ein bisschen umgemoddet kürzlich. Der war vorher auf dem Health- und Offense-Set, weil ich ihn gerne ein bisschen mit ein bisschen mehr Beef hatte, also ein bisschen mehr Gesundheit. Da war er irgendwie bei ein paar 70.000. Ich habe dann aber aufgrund dessen, dass ich hier ein relativ nettes Mod bekommen habe mit Tenacity, habe ich ihn halt so gemoddet. Also nicht hauptsächlich durch den Offense. Könnte noch ein bisschen höher sein, der Prozent, aber ist okay. Ähnliches gilt hier, das ist okay. Die Tenacity ist vielleicht insofern ganz nett, weil er jetzt noch ein bisschen extra hat. Also er ist jetzt bei knapp 13.200. 30 ist insofern ganz nett, wenn man ein bisschen extra Zähigkeit hat. Wenn er irgendwann mal in anderen Teams eingesetzt werden soll, also in Teams gegen Days auch verteilen können, dann hat er ein bisschen mehr Tenacity und kann dem vielleicht widerstehen und kann halt weiterhin auch attackieren beziehungsweise Unterstützung leisten. Deswegen kann man über Tenacity nachdenken. Man könnte rein theoretisch auch das Kreuz mit Tenacity machen. Habe ich aber nicht. Bei mir ist es Offense, weil ich gerne möchte, dass er Schaden macht. Ja, das war jetzt mein Team. Kurzer Breakdown vom Modding vielleicht und den Rest schauen wir uns in den Kämpfen an. Wir sind im ersten Kampf und die Öffnung ist klassisch. Wir geben eins der Tags, um den Bonuszug zu triggern, also Frenzy besser gesagt. Ich gebe das Tank-Tag auf Maul, damit ich mir um die Dots keine Sorgen machen muss. Dann machen wir seine Special. Dann kommt die Special von Kandaris. Und jetzt haben wir die von Stacks und von Anguish und können im Prinzip loslegen. Ich eröffne auf Darth Vader, um ihn schon ein bisschen runterzukriegen. Dann gehe ich auf Royal Guard, weil er als erstes raus muss. Und dann geht's auf Thrawn. Und dann die Special als Abschluss nochmal auf Vader, der damit eigentlich auch raus ist. Jetzt haben wir im Prinzip noch Lord Vader und Maul. Lord Vader ist in seiner Altwelt natürlich, weil ich ihn gefüttert habe mit den ganzen Attacken. Er macht sein Ding, kein Problem. Maul macht sein Ding, ist auch nicht so wild. Triggert Damage Immunity auf Django. Ich gebe ihm oder den Damage, oder ich gebe ihm Damage Immunity. Hab den nächsten Turn mit Ward. Und mit Ward mache ich eigentlich nur, entweder gebe ich Tags aus oder ich Cleanse. Also mehr mache ich mit ihm nicht. Er wird meistens in den Kämpfen auch nicht bis zum Ende da bleiben. Ich glaube, im ersten Kampf allerdings überlebt das bis zum Ende. Jetzt habe ich die Möglichkeit, während ich versuche, Maul rauszunehmen, noch einen Tag zu vergeben. Ich entscheide mich aber nur zu glänzen. Gehe hier in den Bird Stance. Mache die Basic, um auf den Stacks zu kommen, weil ich den Crit. Und jetzt gebe ich noch die Weapon Tag. Ah, die hat nur geglänzt, Entschuldigung. Naja, die AoE von Vader ist so ein bisschen annoying aufgrund des Dazes, aber ist jetzt nicht so schlimm. Die Birds wurden natürlich aber allerdings getriggert, das heißt, ich habe nur ein bisschen Schaden mit ihnen machen können und habe jetzt für meine Attacken mit den 5 Stacks habe ich leider auch nicht die volle Feuerkraft, da Kandaris mit Daze belegt ist und nicht assisten kann. Ich habe trotzdem mal einfach versucht, was passiert
und habe Lord Vader eigentlich relativ gut runtergekriegt. Kann jetzt Daze cleansen. Lord Vader halte ich nochmal hoch. Ich attackiere ihn aber weiterhin. Und wie man sieht, Jango macht nur Damage. Es wäre so im Prinzip besser, ihn auf Offense zu modden. Aber ich bin dazu noch nicht gekommen, irgendwie. Auch aus Spaß und vorher noch nicht. Und ja, und mit den paar Stacks, die er hat, also von Anguish, hätte das auch ausgereicht von Maul, dass er im nächsten Zug ihn quasi besiegt. Und so hat Canaris den Kampf beendet. Der zweite Kampf. Wir geben wiederum Tank Tech auf Maul. Special, um die 5 Stacks zu kriegen. Special von Canderous, um Frenzy zu triggern. Erster Zug auf Vader ist vielleicht egal, wenn man den geht, aber ich habe es auch immer auf Vader gemacht. Dann Royal Guard. Royal Guard ist draußen. Fraun ist draußen. Und Vader ist draußen. Und jetzt habe ich keine Möglichkeit, auf Maul zu gehen, deswegen attackiere ich hier Lord Vader. Er macht seine Ultimate, verteilt Dots mit seiner AoE und Daze. Maul macht seine Attacken, wiederum Damage Immunity. Er greift dann Bam an, verschwendet seine Züge in dem Sinne. Ich cleanse hier mit Watt. Die machen ihr Ding. Ich greife Maul an, weil ich ihn als nächsten raushaben möchte. Und hab ihn fast soweit. Jetzt fast. Wiederum, die machen ihr Ding. Hier gebe ich mal das Weapon Tech auf Django. Gehe in den Bird Stance von Bam. Nehme Maul raus. Versuch auf 5 Stacks von Anguish zu kommen. Hier hat es Watt nicht überlebt, ist aber jetzt nicht so entscheidend. Die Rakete. AoE. Von ihm triggert die Birds. Das heißt, ich mache nicht so viel Schaden damit, habe aber Healing Immunity, was ganz gut ist. Ich komme auf meine 5 Stacks von Anguish und habe allerdings leider wiederum Daze auf Canderous. Ist aber nicht so wild, dachte ich mir. Ich probiere jetzt einfach mal die 5 Stacks mit den beiden. Bam und Django. Sollte eigentlich reichen. Zumal Canderous fast vollen Turnmeter hat und ja. In dem Fall haben die 5 Stacks gereicht. Ich mache den letzten Zug. Special und damit ist Lord Vader ist draußen. So, und der dritte Kampf. Ich habe drei Kämpfe aufgenommen, habe alle drei gewonnen. Eröffnung dieselbe. Ja, Tank Tech auf Maul. Man kann überlegen, einen Weapon Stack zu geben, aber wenn man einen Weapon Stack gibt, muss man mehr auf die Dots achten. Deswegen mag ich Tank Tech da lieber. Dann ist das Gleiche. Ne? Also nach dem Tag macht man, hat Maul Frenzy. Er macht seine Special, um auf 5 Stacks zu kommen. Selbst wenn er jetzt ein Kenobi wäre, würde man die Special machen, um einfach Frenzy nochmal zu triggern. Zum zweiten Mal mit Canderous. Canderous macht seine Special. Frenzy ist getriggert. Ich kann die 5 Stacks verballern. Nehme jetzt hier die drei Charaktere raus. Maul macht sein Ding. Wird in der Regel wird er immer einen der anderen Mandalorianer in die Damage Immunity bringen, beziehungsweise in so einen Damage-Bereich, in dem der Bonuszug von Bam getriggert wird. Der verteilt Damage Immunity. Man erhält ein bisschen Thermometer, man kann cleansen. Dann nimmt man Maul raus als nächstes. Man kann zu dem Zeitpunkt Lord Vader ein bisschen ignorieren. Und dann kann man überlegen, muss man immer gucken, wenn Ward dran ist, glänzt man irgendjemanden oder kann man Tech verteilen? Wenn man Tech verteilen kann, ist es immer ganz gut. Wie jetzt hier geschehen, habe ich es wieder auf Django gegeben, das Weapons Tech, wobei man es nicht wirklich braucht. Also jetzt finde ich nicht für den Schaden oder Rüstungsdurchdringung, weil das nicht mehr da ist, aber für vielleicht den Terminal, den man bekommen kann. Hier glänze ich Canderous. Mach nochmal ein bisschen Schaden. Basics. Hier hat man gesehen, die kritten dann auch, wenn er überhalb der 80% Gesundheit ist. Hier wieder Damage Immunity gebe ich auf. Diesmal auf Canderous, weil ich dann dachte, ich brauche ihn. Oder ich brauche ihn natürlich. Und hau jetzt wiederum meine Anguish Stacks raus. Und wie ihr seht, das dauert immer eine Weile. Also man kriegt ihn halt
Lord Vader, wenn er im Health-Bereich ist, reichen die Stacks kaum aus, aber man trotzdem, wenn man halt die Special gemacht hat am Ende, ist man trotzdem wieder auf 2. Lord Vader ist im roten Bereich, er kann sich auch nicht wirklich gut wieder hochheilen und dann hat man einfach zu viel Schaden. Man macht dann halt mit 2 Stacks sein Ding und hat dann halt noch die Attacke und dann als nächstes habe ich Bam, der Basic. Nochmal bearbeitet ist er fast raus und dann kommt Candleless und nimmt ihn raus und damit hat man den Kampf gewonnen. Es ist jetzt kein guter Banner-Counter, aber ich glaube, für die GAC vielleicht ganz gut zu gebrauchen, wenn man ein bisschen auf das Modding achtet und ein paar gute Offense-Werte auf seinen Charakteren hat, dann denke ich mal, ist das ganz hilfreich. Ich werde mal schauen, ob ich noch weitere Videos machen kann. Danke aber erstmal fürs Zusehen. Bis bald. Ciao.